Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin auf dem Weg zu Aldi. Ich will noch eine Sache gucken und danach düse ich ab zum Fitnessstudio. Ein wunderschöner Tag ist das heute. Es ist richtig schön und ich freue mich, wenn ich nach Hause komme. Muss man noch ein paar Pakete zur Post bringen. Und dann hatten wir vor, heute noch mal zum Grundstück zu fahren. Also ich bin die Strecke nämlich noch nie selber gefahren und ich bin jemand, der sich erst Entfernungen und Strecken vorstellen kann, wenn er sich selber gefahren ist. So ihr Lieben, ich war bei Aldi sehr erfolgreich gerade. Es freut mich, weil es gab am 11.02. Angebote, die mich interessiert haben und ich habe es total verpeilt, weil ich über das Grundstück und die Formalitäten das total vergessen hatte einfach. Und der Aldi, wo ich gestern war, der hat es auch nicht mehr gehabt, weil gestern war ja schon der 15. Und heute am 16. habe ich mir gedacht, komm, bevor du zum Sport gehst, fährst du nochmal zu diesem Aldi. Hier ist der Run nicht immer ganz so groß. Probier mal hier dein Glück. Und tatsächlich habe ich es noch bekommen. Und zwar geht es um diese Brotkörbe. Ich habe aktuell nämlich überhaupt keinen, auch keinen gescheiten Obstkorb. Und die waren vom Preis her echt okay. Das ist einmal einer in dieser Form. Mit dem schwarzen Einsatz. Ich fand das nämlich eigentlich ganz schön. Gab es auch in so einem Creme. Wobei nicht Creme, es war wirklich eher ein richtiges Beige. Und auch in Grün, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand das in Schwarz ganz hübsch. Moment, ich hole ihn euch mal raus. So sieht der aus. Finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde es auch schön, dass der Einsatz waschbar ist. Und in Schwarz fand ich ihn ganz ansprechend. Habe ich mir auch schon in der Werbung gedacht. Habe ich gedacht, na in Schwarz, der wäre doch was. Und dann habe ich ihn mir nochmal mitgenommen in Rund. Den gucke ich mir jetzt auch nochmal schnell an. Ich freue mich nämlich, dass ich die bekommen habe. Ach, der ist jetzt noch zugeklebt, den mache ich jetzt nicht auf. Ja, einfach nur meine Rund, auch in Schwarz. Finde ich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Weil wenn ich bei Amazon schaue nach solchen Brotkörben, kosten die gut und gerne auch mal 16, 17 Euro. Und die haben jetzt jeweils 7,99 gekostet. Und dann habe ich mir noch mitgenommen zwei solcher Sammelmappen einfach. Einfach solche hier zum Aufklappen, weil ich etwas brauche, wo ich Annabelles neu gemalte Bilder rein tue. Ich meine, wir können gar nicht alle Bilder behalten. Ne? Ist das eigentlich grauenvoll, dass man als Eltern auch mal Bilder entsorgt? Aber es geht ja nur um diese Kritzelbilder, wo einfach drei Striche drauf sind. Wenn sie es mir explizit schenkt und was dazu sagt, hänge ich es an den Kühlschrank. Aber alles kann ich gar nicht behalten, weil das immer so viel ist. Aber ich habe jetzt gedacht, ich nehme mal zwei solcher Mappen einfach mit, weil wir auch welche gebrauchen können. So, ihr Lieben, ich bin da. Auf geht's ins Fitnessstudio. Auf geht's zum Sport. Geräte. Ich glaube, wenn ich demnächst früh da bin, muss ich die unbedingt mal ausprobieren. Also sieht echt heftig aus. Cool. So ihr Lieben, und nach dem Sport gibt es wieder ein bisschen Solarienbelohnung. Ich kann euch auch gleich mal den aktuellen Bodyzustand zeigen. Also so sieht es jetzt nach 3 Monaten aus. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Aber man sieht natürlich, dass hier noch einiges zu tun ist. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also es ist wirklich alles gut zurückgegangen, wie auch bei Annabelle. Kann ich nicht meckern, aber boah, ist halt alles nicht im Training, ne? Sieht man. Auf geht's! Ein wunderschöner blauer Himmel ohne Fluglärm. So muss das sein. Ins Feld. Wir gehen ins Feld, okay. Nein, sei mal ernsthaft. Wo gehen wir gerade hin? Ins Feld. So, jetzt ernsthaft. Los!
Was? Zu unserem Baugebiet? Ja! Du bist bescheiden, ne? Wir haben uns gleich ein ganzes Baugebiet gekauft. Wir bauen da gleich noch Häuser für die Kinder, die Eltern. Ja, die ganze Reihe, die ganze Straße gekauft. Die ganze Straße! Wie heißt die teure Straße bei Monopoly? Die Schlossallee. Wir haben die Schlossallee gekauft. Ja, ja, ja. Alles. Oh, der Himmel, schaut mal. Und sind auf Verdacht für die Zukunft. Ja, klar. Glaubst du eigentlich, dass ich jetzt in meinem Leben einmal Monopoly gespielt habe? Ich habe das einmal gespielt, früher, und ich war nur im Knast. Ich war das eine Mal nur im Knast, das war irgendwie doof. Und wir stehen vor unserem Grundstück. Ist noch ein bisschen was zu tun, gell? Etwas. Ein bisschen was ist noch zu tun. Aber es wird unser Stück Acker. Jawohl, sehr cool. Es werden gerade Kerzen angeschaut und von Ghost Creek Candle gibt es eine echt coole Kerze dieses Frühjahr, Arche Noah. Die da riecht, steigen Sie ein in die Arche Noah und folgen Sie uns auf ein magisches Abenteuer. So, was hast du gerade gesagt? Wiederhol das bitte nochmal. Ich finde es super, diese Duftbeschreibung. Ich meine, die Arche Noah, ja, von jedem Tier ein Paar. Also wer das als Duft bezeichnet, also Katzenhaus gehst, ja, im Zoo. Also, Respekt, also, die Duftis unter euch, ne, dann geht auch gerne mal in den Tierstall. Oh. Und das mal 10, wenn das ein toller Geruch ist. Natürlich. Ja, nein, da steht ja was dabei. Das riecht nach Bernstein, Vanille, Veilchen, Lavendel, helle Hölzer, helle Beeren und Sandelholz. Und Tierkacke. Und Tier. Ja, was denn? Also holzig auf jeden Fall schon mal. Ja, toll. Steigt die Arche Noah ein, ja, als Luxusreihe, wenn wir das Tier reingelassen haben. Da kann ich nur zustimmen. Aber sonst. Altes, vermoderndes Holz gepaart mit Tierexkrementen. Also, das ist für mich die Arche Noah, wenn man mal dran denkt. Aber, naja, mag ich. Wahrscheinlich bist du schon high von den ganzen Dämpfen, deswegen ist alles gut. Ja, ich werde hier gerade gebraten, ey. Warum brauche ich überhaupt ein Solarium? Damit die Haut ledriger wird. Ja. Ich habe eine Haut wie ein 34-jähriger Pfirsich. Ja. Der hat eine Woche in der Sahara gelegen. Oh. Ja. Mittagessen im MTZ. Ich weiß gar nicht mehr, was ich immer hatte, aber ich mochte es gerne, deswegen. Ah ja. Das Erdnuss-Kokoshähnchen habe ich hier doch immer. Jawohl, das ist lecker. Und die Getränke hier, das ist dieses Erdnuss-Kokoshähnchen. Und Getränke. Ich nehme mal an, dass wir keinen Cocktail nehmen. Denke nicht. Denke ich auch nicht. Also mit einem Buch machen. Ich glaube, wenn nämlich diesen Mandarin Mojita. Die Pina Colada ist auch lecker, aber ich glaube, die ist mir jetzt zu cremig. Ich glaube, ich habe jetzt lieber sowas Frisches. Hm. Oh, da wird schon gegessen. So, es ist jetzt doch die Frühlingsschale geworden und nicht das Hähnchen. Und die Ente und die Süßkartoffelpommes. Haben wir unseren Großeinkauf gemacht? Jawohl, ne? Oh, guck dir das an. Das ist ja einiges, ne? Das müssen wir jetzt alles ins Auto packen, zusammen mit deinem Kinderwagen. Ja, 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 ja. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich dachte, ich zeige euch mal wieder einen kleinen Foodhaul. Wir haben heute nämlich einiges eingekauft. Wir haben ganz, ganz viel wieder gebraucht für Annabelle, so fürs tägliche Essen einfach. Und wir haben auch wieder Windeln mitgenommen, weil bei Real waren Pampers im Angebot. Und wir haben jetzt schon mal 3er Windeln für Hannah mitgenommen, weil wir beide finden, dass die 2er langsam knapp werden. Also sie sind ja eigentlich bis 8 Kilo und sie hat so um die 6. Aber man merkt jetzt schon, dass es enger wird. Und wir haben gedacht, wir nehmen jetzt schon mal ein paar 3er einfach mit. Da haben wir 2 Paar. Und einmal wieder unser Zewa. Also wir hatten normalerweise immer diese XXXXL-Rollen, aber die haben sie irgendwie aus dem Sortiment genommen, deswegen jetzt einfach mal die hier. Dann haben wir 3 volle Tüten. Und zwar als erstes Spinatnudeln, wieder für unser Porree-Hähnchen-Spinatnudel-Gericht, was total lecker ist. Und ich habe gedacht, ich nehme wieder Spinatnudeln mit, weil die im Angebot waren. Dann einmal Eier.
Ich will nämlich Waffeln machen und es soll demnächst Schupfnudeln mit Ei geben. Deswegen habe ich mal wieder welche mitgenommen und zwar Freilandhaltung. Ganz wichtig, das habe ich euch glaube ich schon öfter gesagt, dass ich nur Eier aus Freilandhaltung kaufe, ausschließlich. Dann die Schupfnudeln. So richtig schön in der Pfanne angebraten, mit Ei drüber, super lecker. Und Annabel macht sich noch Ketchup drauf, passt. Dann haben wir auch wieder viermal unseren Pizzakäse mitgenommen, weil der auch im Angebot war. Und wir wollen auch an einem der nächsten Tage mit Annabelle wieder Pizza machen. Und außerdem habe ich einiges für Kartoffelgratin noch da. Deswegen viermal Reibekäse. Ich mag auch gerne den von Aldi, der ist auch sehr lecker. Aber wir waren halt jetzt gerade bei Real und der war im Angebot und der ist auch in Ordnung. Dann haben wir dreimal, also irgendwo muss noch eine Packung sein, wieder unsere Kokosmilch mit Schokogeschmack für Annabelle mitgenommen. Dann zwei Salatherzen, denn ich mache heute nochmal Wraps. Die waren gestern so lecker, dass wir uns gedacht haben, wir machen heute nochmal Wraps. Deswegen wieder Salatherzen. Dann Salami und Schinken für die Pizza. Noch ein Mozzarella für die Wraps. Dann wieder diese Cabanossi, die Annabelle und mein Mann so gerne essen. Einmal wieder der übliche Putenschinken, den mein Mann isst. Dann von Frosch das Himbeerspülgel. Da habe ich, glaube ich, schon, ich glaube, 5 Packungen leer gemacht oder so. Ich finde das einfach so klasse. Musste wieder mit. Und dann hat mein Mann sich noch was zum Knabbern mitgenommen. Und zwar Haribo Fantasia. Wahrscheinlich waren wieder Haribos im Angebot. Und dann noch einmal eine Packung kleine Wollwegflaschen. Die zweite Tüte, und zwar auch im Angebot gewesen, sind Suppennudeln. Immer ganz wichtig, dass ich die für Annabelle da habe, weil sie ja so ein Suppenkasper ist. Dann haben wir Knusperbrot gekauft. Annabelle liebt ja Knusperbrot und da haben wir 4 Stück mitgenommen. Die waren nämlich auch im Angebot, und zwar 2x Vollkorn und 2x Roggen. Auch 2x wieder ihre Snackmöhren mitgenommen. Die isst sie ja momentan total gerne. Wenn wir in den Zoo gehen und Tiere füttern, dann isst sie auch die ganz normalen Möhren, also die richtig großen. Aber irgendwie daheim hat sie momentan einfach lieber die Snackmöhren. Deswegen durften die 2x mit. Ebenso habe ich 2x Zitronen mitgenommen, weil ich wieder Lust habe, mehr heiße Zitrone zu trinken. Und die waren halt zufällig gerade im Angebot. Ja. Ich crash deine Futon. Nein, du crash mein Futon nicht. Was möchtest du? Der Kaffee ist noch nicht ganz fertig. Doch. Möchtest du einen Kaffee? Ja. Dann sollst du ihn haben. Für dein Foto. Das Süßeste habe ich sowieso hier in meinen Arm. Hier ist Zucker. Zucker von mir, extra Zucker. Echt? Noch mehr Zucker als du? Ach, braunen kann das haben wir nicht. Ja, den habe ich da schon reingelegt als Zucker. Okay. Dachte ich mir so bei mir. Du bist meine fette Einhorntasse. Das ist übrigens das Einzige, was an ihr fett ist, diese fette Einhorntasse. Hinfort! Hinfort mit dir! Ich brauche jetzt noch ein bisschen was hier. Wo ist Hanna? Einkaufen. Schon wieder? Es geht nur shoppen. Geht nur shoppen. Möchtest du ihre Flasche doch noch haben, oder? Erstmal nicht. Cool. Die ist gerade auf der Spielteil. Im Spielteil. Auf der Matte? Mhm. Na dann. Lass uns ins Kino gehen. Ja, ich habe mich eh nicht vorhin gedacht, wie so repräsentativ. Das ist mir doch egal, das ist dein Problem, wenn du hier rein willst. Hättest du dich vorher mal gestylt? Das Leckerste ist ja hier. Hättest du dich vorher mal gestylt, bevor du hier das Video crasht? Wer saß jetzt drin? Ja, mach nur. Ja. Was hast du da schon wieder für ein Brötchen? Kartoffel-Potato-Brötchen. Das gibt's ja nicht. Wir sind beim Essen den ganzen Tag raus. Ja, zieh den Bauch ein, raus! Deswegen habe ich ein Adidas-Shirt an, das ist das einzig sportliche an mir. Deswegen da fehlen mir jetzt die Worte. Deswegen habe ich hübsch geheiratet. Tschüss, das habe ich mir auch gedacht. So, mit Crash. Also, weiter geht's. Hier ist die dritte Kokosmilch. Dann habe ich mitgenommen Käseschnecken. Davon habe ich noch andere mitgenommen.
von einer anderen Marke. Ich weiß gerade gar nicht was, von Milkana. Die waren im Angebot, die müssen irgendwo in einer anderen Tüte sein. Aber auch die von Babybel, die mag Annabelle nämlich total gerne. In letzter Zeit isst sie die super gerne und ich habe die noch nie bei uns gesehen und plötzlich lagen sie da. Da habe ich sie mitgenommen. Da hatte ich aber auch schon die anderen im Angebot im Wagen und habe gedacht, ich probiere die jetzt einfach auch mal aus. Ja, sehr gut. Dann haben wir mitgenommen wieder zweimal unsere Geflügelwiener im Glas, im knackigen Seitling eingelegt. Die mag Annabelle ja so gerne. Dann ganz, ganz wichtig aktuell, zweimal Apfelmus. Ich finde ja, dass dieses kaltgeriebene Apfelmus hier von Odenwald, dass das total lecker ist. Und im Moment isst Annabelle total viel Apfelmus. Neulich habe ich 3 so kleine Schälchen gehabt mit mindestens pro Schälchen, ich glaube, 5 volle Esslöffel Apfelmus. Und davon hat sie 3 Stück gegessen. Und danach habe ich ihr ein paar Leibniz-Zootiere gegeben. Und dann kam gleich, ja, morgen kann ich wieder 3-mal Apfelmus essen und wieder Zootiere. Aber ich freue mich ja, dass sie so viel Apfelmus isst. Die mag es halt, wenn ich gerne ein bisschen Zimt drüber mache. Aber ich bin ja froh, dass sie den so gut isst momentan. Deswegen 2-mal. Dann, eine Schande. Wir haben was ganz Ungesundes mitgenommen. Und zwar war Müllermilch im Angebot. Da hat mein Mann sich 2-mal diese Limited Edition mitgenommen. Wieder Schoko Caramel Cookie. Wobei von einem zwacke ich mir vielleicht auch mal einen kleinen Schluck ab, weil ich verdünne die ja immer gerne mit normaler Milch. Ich glaube, da zwacke ich mir was ab. Und ich habe mir mitgenommen Haselnuss und einmal Pistazie-Kokos. Bei mir halten die ja immer ewig, weil ich die gerne mit normaler Milch eben aufschütte. Ich finde es einfach besser. Ich weiß aber nicht, wie lange die haltbar sind. Ich muss gerade mal gucken. 7.3. Geht noch. Bin ich immer kritisch, wenn ich die im Angebot sehe. Denke schon mal, ich muss die gleich aufbrauchen. Aber geht noch. Sehr gut. Dann kam noch mit eine Salatgurke, wieder für die Wraps nachher. Und 2-mal Birnen. Birnen waren nämlich wieder im Angebot und 1-mal so zum Knabbern. Und 1-mal möchte ich, ich weiß nicht, an einem der nächsten Abende wieder mal einen Auflauf machen. Und zwar mit Ziegenkäse, überbackene Birnen mit ein bisschen Kräuterbutter und Ahornsirup drüber. Das ist so lecker. Deswegen auch noch 2-mal Ziegenkäse. Die hatten jetzt tatsächlich nur diese Weichkäserollen da. Ich habe eigentlich einen anderen gesucht, aber den habe ich jetzt nicht gefunden. Deswegen 2-mal den und Kräuterbutter. War nämlich auch im Angebot. Die läuft nämlich in ein paar Tagen ab. Deswegen war die drastisch reduziert. Aber ich dachte, egal, wir machen das ja in den nächsten Tagen. Ich nehme immer die von Mägele. Also das ist die einzige Kräuterbutter, die ich kaufe. Und das sind auch die einzigen Kräuterbaguettes, die ich kaufe. Weil ich finde, die schmecken um Klassen besser als alle anderen und alle Billigmarken. Also ich kaufe auch immer mal Eigenmarken, günstigere Marken. So ist es nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, wie auch bei Fruchtsaft, wo ich finde, oder auch Marmelade, wo ich finde, dass die etwas bekannteren Marken einfach besser schmecken. Finde ich. Also zum Beispiel, wenn ich Saft kaufe, ich kaufe eigentlich nur Punica oder Hohes C, also so Billigsaft. Im Regelfall schmeckt, finde ich, eigentlich gar nicht. Nicht immer, aber oft. Und auch bei Marmeladen, da kaufe ich eigentlich fast immer was von Schwartau oder so, weil ich finde einfach, die schmecken besser. Ja, aber jeder wie er mag und die durfte mit. Genau, das war Tüte Nummer 2. Die letzte Tüte. Und zwar haben wir wieder Pizzateig mitgenommen. Dann einen Vollkorntoast. Dann auch für die Wraps heute Abend wieder so einen Feta-Käse. Ah, noch mehr Haribos im Angebot. Dann habe ich für Annabelle 3-mal von Hochland diesen Sandwich-Käse mit Butterkäse mitgenommen. Und zwar tatsächlich 3-mal, weil er endlich mal verfügbar war. Weil von allen Käsesorten ist sie den wirklich am liebsten. Ich sage nicht, dass sie ihn immer isst, aber sie isst ihn am liebsten von allen. Deswegen 3-mal auf Reserve, der hält ja ewig. Und dann eben 2-mal diese von Milkana, diese tolle Rolle Käse. Und so einzeln verpackt, 6 Stück. Hatten wir noch nie, aber ich denke, die werden auch ganz gut schmecken. Wenn nicht, esse ich sie. Aber die waren im Angebot, da dachte ich, kann man ja mal ausprobieren. Dann hat mein Mann sich auch einen Ziegenkäse mitgenommen, und zwar Altenburger Ziegenkäse. Da ist Kümmel drin. Mein Mann ist nämlich aus Altenburg und der liebt diesen Käse. Ich persönlich
ist ja Ziegenkäse nur, wenn er auf spezielle Art zubereitet wird. Also wenn er jetzt in einem Auflauf ist, zum Beispiel so mit Birne zusammen und dann mit Honig oder Ahornsirup, das ist lecker. Oder auch, wenn er im Backofen ist, Toast überbacken mit Ziegenkäse, Kräuterbutter und dann so ein bisschen Ahornsirup. Total. Oder im Salat. In der Therme, wo ich früher immer war, in der Kesalis-Therme in Bad Kissingen, also in meiner Heimat, hatten sie ein Gericht auf der Tafel, das haben sie leider runtergenommen. Das war irgendein gebackener Ziegenkäse, auch mit Salat und so einem Himbeer-Balsamico-Dressing. Also das war auch super lecker. Das haben sie leider, glaube ich, von der Karte genommen. Finde ich total schade, das habe ich dort immer gegessen. Also super, super lecker. Dann noch eine Käserolle. Ich dachte, wir haben nur zwei. Die dritte sollte eigentlich wieder zurücklegen. Na gut. Okay. Nochmal Haribo. Dann habe ich nochmal mitgenommen Giottos. Drei Packungen. Und zwar diese Limited Edition, die es aktuell gibt. Inspiriert vom dänischen Butterkeks. Also die sind so lecker. Mein Mann findet die lecker. Ich finde die lecker. Annabelle steht da voll drauf. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme was mit, weil sie mich jetzt immer fragt, kann ich ein Giotto haben? Deswegen habe ich gedacht, ich nehme was mit, weil ich hatte neulich erst gekauft. Vier Packungen, zwei sind schon weg, eine halbe ist noch da und eine habe ich meiner Mutter geschenkt. Deswegen habe ich jetzt mal für Nachschub gesorgt. Die sind nämlich wirklich richtig lecker, also sehr, sehr gut. Also ich gehe zwar jetzt auch wieder zum Sport und wir essen jetzt auch auf jeden Fall wieder gesünder, aber bei uns gibt es trotzdem ab und zu Süßigkeiten. Also ich verzichte nicht auf Süßigkeiten komplett. Nö, mache ich nicht. Man lebt nur einmal. Dann Milchschnitte für Annabelle. Ab und zu hat sie mal Hunger drauf. Ich gestehe, meistens essen wir die auf. Aber ab und zu möchte sie mal eine. Deswegen habe ich mal wieder eingepackt. Und dann noch viermal die Stixies. Süßwürzig von Hengstenberg. Die isst sie ja auch total gerne. Die möchte sie nachmittags manchmal auch einfach so essen. Also liebt sie total. Und die waren für 1 € im Angebot. Deswegen haben wir ordentlich zugeschlagen, denn wenn ich mal wieder mein Hackfleisch-Eintopf mache, brauche ich immer so eine ganze Packung, deswegen ist immer gut, wenn wir die auf Reserve haben, weil die brauchen wir immer. Und dann haben wir noch zweimal wieder Aptamil Pre mitgenommen. Bin ja froh, wenn es die ab und zu mal gibt. Jawohl. Und dann aus der Apotheke noch einmal Movicol. Wir haben es ja jetzt runtergefahren auf einen Movicol pro Tag schon, aber wir hatten nicht mehr so viel, deswegen haben wir gebraucht. Ja, und das war's. Außer, dass wir noch von Pampers Feuchttücher gekauft haben. Die waren nämlich auch im Angebot. Die gab es zu den Windeln dazu. Aber die sind irgendwo anders. Vielleicht sogar noch im Auto. Keine Ahnung. Die waren nämlich irgendwo hinterm Kinderwagen in der Ecke. Keine Ahnung. Ja, dann verräume ich das jetzt mal. Und dann weiß ich gar nicht. Entweder gehe ich dann mal duschen und Haare waschen. Oder ich mache erst die Wraps. Oder ich setze mich mal kurz an den Laptop. Ich wollte gerne ein Video fertig machen, weil danach muss ich eigentlich wieder arbeiten später. Mal gucken. Zum Glück ist unsere Wohnung ja im Top-Zustand aufgeräumt, alles fertig, weil ja unser Bauträger heute da war. Deswegen ist alles schon gemacht, müssen wir nichts mehr machen. Sehr, sehr gut. Und morgen kommt die Annabelle schon wieder. Und Montag ist sie ja da und mein Mann auch da. Da haben wir schon gesagt, gehen wir vielleicht in Frankfurt dazu. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, war echt ein schöner Tag heute. Wunderschönes Wetter, aber jetzt lege ich mal los. So, und dann habe ich gerade noch zwei Pakete bekommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das hier ist. Das könnte etwas von eBay sein. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Ich muss jetzt mal reinschauen. Das wäre aber sehr schnell gewesen. Das habe ich neulich erst gekauft. Ich muss mal reinschauen. Ja, das ist von eBay. Das ist jetzt echt schnell gewesen. Ich hatte doch gestern erst gekauft. Krass. Ich hatte mir doch vor einiger Zeit, das habe ich euch, glaube ich, in einem Haul auch gezeigt, diese Spiegel-Deko-Platten mit Kristall gekauft bei eBay. Und jetzt habe ich geguckt nochmal, einfach nur so aus Interesse, weil ich wurde auch ein paar Mal danach gefragt. Bloß der Verkäufer, von dem ich die habe, den finde ich nicht mehr. Also anscheinend haben die Ausverkauf gemacht. Aber es gibt es ja noch bei anderen Verkäufern. Und jetzt habe ich eine Platte gefunden. In einer ganz anderen Form, die ich jetzt noch nicht habe und ich dachte, die hole ich mir zusätzlich noch. Und zwar ist das diese hier. In so einer länglichen Form. Also so eine habe ich nämlich noch nicht. Also ich finde die ja total cool. Ne? Ich liebe diese Platten. Die sind so schön dekorativ. Also richtig, richtig toll. Und wie gesagt, in so einer länglichen Form hatte ich die noch nicht. Die hat, glaube ich, was hat die jetzt gekostet? Ich glaube, 19 € hat sie schon gekostet. Aber ich wollte sie unbedingt passend zu meinen anderen Platten haben.
Die werde ich jetzt auch wieder einmotten, zusammen mit den anderen Platten. Kommt jetzt alles zusammen in den Keller. Ich brauche die aktuell nicht. Ich hätte sie gerne, aber nein. Ich packe alles zusammen in eine Kiste. Ich will die alle zusammen haben. Ich packe sie weg. Aber ich freue mich sehr drüber. Yes. Sehr, sehr cool. Und das nächste Paket ist von Fitvia. Da gab es nämlich jetzt auch wieder ganz, ganz viele Gutscheincodes. Und ich habe mir auch von jemandem, den ich von Instagram kenne, den Gutscheincode wieder genommen für 3 Gratisartikel. Und ich hatte auch noch einen Wertgutschein von Fitvia. Da habe ich mir gedacht, den setze ich jetzt ein und mit den Gratisartikeln lohnt sich das wieder. Weil ich sage es ja immer dazu, ich finde Fitvia jetzt nicht schlecht. Aber dass ich von mir aus 30 Euro für so einen Tee bezahle, von dem ich persönlich finde, dass es den auch günstiger gibt, eher weniger. Aber wenn ich noch Gutscheine habe und es auch wieder ein bisschen was gratis dazu gibt, dann kann man es mal machen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal riskiert und mir die teureren Tees bestellt und habe halt ja die Gratisartikel dazu gepackt. Ich habe aber jetzt gar nicht so viel dafür bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber es war nicht viel, weil, wie gesagt, ich hatte halt noch einen Gutschein gehabt. Ja. Kamera ist an, also blamier dich nicht. Jawoll, mit einer Hand wie Sandpapier. Kraftvoll und doch sanft. Scheiße. Ja. Persil. Ja. Gott, du machst ich gut. Möchte gerne, ich möchte, kannst du mir so ein Klappen... Filmklappen-Ding schenken? Das sind alles Outtakes hier an dieser Stelle. Der echte Film von uns kommt 2050 in die Kinos. Zieh mal mit dem Bauch ein, was soll denn das? Das ist mein Sixpack, was nach außen gespannt ist, weil Kaffee drin ist, dafür kann ich nichts. Ich hätte jetzt wenigstens gesagt, das ist die Sicherungsschutz von deinem Sixpack. Nee. Der Sicherungsschutz, nicht die Sicherungsschutz. Ich kann mein Bauch ein, was soll denn das heißen? Einziehen, habe ich gesagt. Steck mal deine Brüste raus. Raus hier! Es gibt Dinge, die sagt man einer Frau nicht. Raus! Mach Babydienst. Das kann nicht stehen, das gibt's gar nicht. Alles muss man aufräumen. So, dann gucken wir mal. Was ein Paket. Sieht aus, als ob ich für einen ganzen Stall Hafer bestellt hätte. Ah, tolle Fitvia-Papier. Mehr Papier. Noch mehr Papier. Guck mal, wie viel Papier da drin ist. Ich möchte Ihre Flasche, ja, ökologisch für Bier. Das ist ja Wahnsinn. Da ist überhaupt nichts drin in dem Karton. Das ist ja Wahnsinn. Das freut mich so alles. Ja, ich bin schon gewundert, warum das Ding so riesig ist. Ja, ich auch. Für die kleinen Teepackungen da, für 30 Euro kann das eigentlich nicht sein. Willst du dieses abtrocknen? Schau es mal an hier. Ja. Ich hab's doch gerade abgetrocknet. Woran? Ey, was ist das denn? Das ist alles, was da drin ist. Guck dir das an. Guck dir das an. Dann bestell für uns so einen Umzug noch mehr bei für dir. Da kriegen wir ein ganzes Umzug. Was ist das denn? Leute, das ist ja krank. Guckt mal. Also, Leute, ne, mal ernsthaft jetzt. Das ist da in der Packung drin und das ist die gesamte Verpackung davon, ja? Also, ich habe hier die ganze Küche voll. Okay, es ist eine kleine Küche, aber trotzdem die ganze Küche voller Verpackung. Ja, also Wahnsinn. Und das ist alles, was da drin ist. Ja, ich meine, das wusste ich ja. Ich wusste ja, was ich bestellt habe. Aber ich habe schon gedacht, was ist denn das für ein Karton? Also tatsächlich, bevor wir umziehen, sollte ich noch mehr bei Fitvia bestellen. Da kriege ich ja die Umzugskartons gratis. Also, Leute, das gibt's ja nicht, ey. Wahnsinn. Krass. Ehrlich, wahr. Ja, also, ja. Jetzt stehe ich halt hier inmitten von Papier. Okay. Alles Müll. Na gut. Okay. Ist, wie es ist. Was habe ich denn bestellt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah ja, genau. Genau. Bestellt von meinem Wertgutschein, den ich noch hatte, habe ich mir den Cherry Body Tea. Den hält ja quasi jeder in die Kamera und jetzt möchte ich mal wissen, ob der wirklich so einwandfrei fantastisch sein soll. Probieren wir den mal. Gucken wir mal. Und den Pink Power Body Tea. Ich bin ja mal gespannt. Also ich denke nicht, dass ich davon von selber abnehme. Ich denke nicht, dass ich um Jahre jünger aussehe. Ich denke auch nicht, dass ich viel schöner bin am nächsten Morgen. Aber
probieren wir es mal. Diesen Strawberry Detox, die habe ich mir nicht bestellt. Da steht zwar Detox drauf, aber ganz ehrlich, wenn ich Erdbeertee möchte, nehme ich von Karls Erdbeerhof den Erdbeertee. Der ist günstiger und der schmeckt hervorragend. Deswegen, das mache ich nicht. Aber probieren wir es mal. Wobei der hier, der deutet sich schon wieder so extrem krümelig an. Könnt ihr das erkennen? Das habe ich nicht so gerne. Das ist nämlich auch bei dem einen Tee, den ich habe, der Inner Beauty Tee. Ja, der True Happiness Tee geht, aber der Inner Beauty Tee ist unten so krümelig, da habe ich dann immer die gesamten Brösel in der Flasche. Das habe ich irgendwie nicht so gern. Aber okay, erstmal probieren. Und dann habe ich, um einen gewissen Bestellwert zu erreichen, noch den Inner Balance Tee mitgenommen. Tee, Inner Balance Tee. den hatte ich nämlich noch nicht. So, und dann gab es von diesem Gutscheincode die Möglichkeit, sich 3 Gratisartikel auszusuchen. Und da habe ich mir 2 Tees mitgenommen. Und zwar einmal diesen Berry Mint Pure Talks Tee. Bin aber gespannt, wie der schmeckt. Das ist eine Kräuterteemischung, aromatisiert mit Himbeerminze. Bin mal gespannt, wie der schmeckt, denn ich liebe ja auch von Karls Erdbeerhof den Minzprinz. Das ist ja Früchtetee mit Minze und mit Erdbeergeschmack. Allerdings muss ich schon sagen, dass der um einiges bröseliger aussieht als der hier. Bin ja mal gespannt, weil den mag ich richtig gerne. Bin mal gespannt, ob der von Fit Bia auch schmeckt. Nur, dass der von Karls Erdbeerhof halt mal 10 Euro für so eine 100 Gramm Packung kostet und Fit Bia 25. Schauen wir mal. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, weil es den gratis dazu gab und auf den war ich echt neugierig, den Marshmallow Beauty Tea. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber ich habe es halt gelesen und ich habe gedacht, okay, den nimmst du jetzt einfach mal mit. Ich glaube, dafür hätte ich im Leben jetzt keine... Ich glaube, der hat 19,90 Euro gekostet. Also das hätte ich jetzt, glaube ich, dafür nicht bezahlt. Aber gratis dazu habe ich gedacht, komm, den nimmst du mit. Ja, und dann habe ich mir diese Thermo Winter Bottle mitgenommen. Diese Christmas Edition. Weil ich finde die Flasche nicht schlecht und ich habe gedacht, naja gut. Ist noch einer der sinnvollsten Gratisartikel gewesen, weil das alles andere, das war Zeug mit irgendwelchen Power-Riegeln und Haircaps und so ein Zeug, sowas brauche ich nicht. Deswegen habe ich mir die mitgenommen und die ist eigentlich auch ganz hübsch in diesem schönen Rot. Habe ich mir gedacht, nehme ich mit, weil ich benutze meine Flasche ja schon recht oft und ich finde, so eine Bottle muss man jetzt nicht von Fit Bia kaufen. Die gibt es bei Amazon wirklich in allen Erscheinungsbildern, aber sie kosten alle so im Schnitt dasselbe und schon so zwischen 25 und 35 Euro kostet so eine Bottle. Deswegen habe ich mir gedacht, wo die gratis dabei war, die nimmst du mit. Ja, sehr gut. Das war mein wahnsinnig großes Fit-Via-Paket. Also, da komme ich ja gar nicht drüber weg. Das ist ja unfassbar. Also, das ist ein Umzugskarton. Den sollte ich behalten. Den behalte ich auch. Da kann ich was reinpacken. Und eine Karte war dabei. Happy New You. Naja, kleine Meisterwerke voller kostbarer, natürlicher Zutaten, die dir auf deinem Weg zu einem neuen Körpergefühl helfen sollen. Ja, und hier gibt's 20% auf deinen nächsten Einkauf. Happy New You 20. Naja, ich glaube, der wird noch eine Weile dauern. Aber ich heb's mal auf, aber ich glaube, ich werde es nicht brauchen. So, gut. Dann verstaue ich mal meine 3 Tütchen hier und diesen riesen XXXL-Karton. Mal gucken, was wir damit machen. Und einen neuen Kaffee fülle ich auch gleich mal ab. Wir haben ja normalerweise immer den Starbucks, der ist aber gerade alle. Und im Angebot gab es den haben meine Eltern mir mal mitgebracht. Deswegen dachte ich, probieren wir den mal. Und anscheinend hat mein Mann mit seinem Kaffee gerade alles aufgebraucht. Riechen tut er auf jeden Fall sehr, sehr gut.
und ich werde jetzt duschen gehen. Mein Mann möchte heute Abend baden. Ich habe auch gesagt, dass ich bade, aber irgendwie habe ich jetzt gerade keine Lust. Kommt vielleicht daher, weil ich vom Solarium auch ganz, ganz leicht stellenweise Rötungen habe. Daher weiß ich gar nicht, ob ein Bad jetzt für mich so angenehm wäre. Ich glaube nicht. Ich denke, ich lasse es. Ich werde jetzt einfach meine Haare waschen und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten und später, wenn Hannah schläft, glaube ich, wird mein Mann baden gehen. Der ist ewig nicht in der Badewanne gewesen. Der hat echt Entzug. Ha! Ein Traum. Und heute Abend mache ich, glaube ich, mal wieder eine schöne Gesichtsmaske drauf. Ich weiß aber noch nicht, welche. Ich überlege noch. Ah. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust. Ich hätte jetzt Lust, mich hinzulegen. Nein, ich gehe jetzt duschen, Haare waschen und dann kommt mal wieder irgendeine Gesichtsmaske drauf. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mache. Vielleicht nehme ich mal wieder The Beauty Mask Company. Detox, Apfel und grüner Tee für strapazierte Haut. Ist nicht so, dass ich nicht von Sephora noch einige Masken zum Probieren hätte. Oder ich hätte auch hier von Balea diese Folientuchmaske noch. Die ist ja auch mit Hyaluron. Aber die sind halt immer extrem feucht und nass, finde ich. Und strapazierte Haut habe ich ja jetzt durch das Solarium. Vielleicht nehme ich die. Ja, aber jetzt erstmal duschen. Gerade fiel mir noch ein, ich wurde neulich nach einer Kerze gefragt. Und zwar nach Village Candle, nach Honeycomb. Keine Ahnung, ob der jetzt fokussiert. Ich habe nämlich keine Brille auf. weil ich gesagt habe, ich hatte die an und ich habe nicht gesagt, wie ich sie warm fand. Ach Gott, sehe ich gerade rot aus. Ach du Gott. Ich bin auch rot. Und neben dem weißen Hintergrund gibt die Kamera das wirklich hervorragend wieder. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich hatte die brennen im Badezimmer beim Baden. Und ich fand, dass die eigentlich warm ziemlich so gerochen hat wie kalt. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie Maggi-Probleme oder sowas. Für ein ganz endgültiges Urteil würde ich euch aber bitten, mir noch eine Chance zu geben, dass ich die nochmal anzünde. Jetzt irgendwann am Abend werde ich die mal anzünden, dass ich nochmal dran schnuppern kann. Aber sie roch tatsächlich für mich warm, fast wie sie kalt roch. Und nachdem sie an war, riecht sie irgendwie mehr nach Honig. Mehr nach diesem Bienenwachs. Aber es bleibt eben so eine fruchtig-blumige Note mit drin. Also, sie war in Ordnung, als ich sie anhatte. Also ich habe keine Kopfschmerzen bekommen und der Duft hat sich jetzt auch nicht irgendwie krass anders entwickelt. Also das nicht, aber ich glaube, nochmal kaufen würde ich mir die nicht. Also so cool war sie nicht. Ich hatte mir von der irgendwie auch mehr versprochen, aber gut, das weiß man nie. Aber ich kann sie anzünden. Aber ich habe sie mir nur im Bad angezündet. Ich denke, im Wohnzimmer würde ich die nicht anmachen. Nee, irgendwie nicht. Die ist nicht schlecht, aber irgendwie der Duft. Ich hatte mir die wirklich anders vorgestellt. Und das war warm jetzt keine Überraschung. Wie gesagt, wie kalt. Und schon kalt ist die so nicht schlecht. Aber irgendwie so ein Duft, wo ich denke, nee. Ich hatte mir die anders vorgestellt und ich glaube, im Wohnzimmer könnte ich die nicht anmachen, wenn die so die ganze Zeit um mich rum ist. Nee, glaube ich nicht. Ist auch nicht mein Favorit. Also, sie sind, wie gesagt, nicht schlecht, aber nee, irgendwie nicht. Würde ich nicht nochmal kaufen. Nee. Mhm. So, und jetzt glaube ich, ich verwende mal wieder einen Lip Scrub. Und zwar habe ich hier noch eins von Lush Mint. Mint? Kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Mint. Die sind nicht schlecht. Ich habe mir die ja damals nicht gekauft, weil ich unbedingt ein Lippenpeeling brauchte. Ich habe immer für den Mund auch ein normales Peeling benutzt. Aber die standen damals an der Kasse und es gab den Duft Minze und Popcorn. Popcorn ist schon alle. Und da konnte ich nicht dran vorbei. Die musste ich mitnehmen. Aber sind auch nicht schlecht. Und Minze ist jetzt, wie gesagt, noch ziemlich voll. Naja, na, ein bisschen ist schon noch da. Ich glaube, das werde ich heute mal verwenden. Obwohl so nach dem Solarium. Obwohl, no risk, no fun, gell? Ich versuch's einfach mal. Ja, dann. Jetzt aber endgültig. Jetzt gehe ich duschen. Einfach so. Und jetzt kommt die Gesichtsmaske. Mal was Gutes für die Haut tun. Die ist ja schon ganz schön rot. Riecht schön frisch. I like. Und hier seht ihr das. Das Ding ist richtig schön tropfend nass. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, aber richtig schön nass. Da habe ich jetzt Lust drauf.
das auf meine Haut zu legen, die so schön strapaziert ist. Das ist gerade schön. Oh. Oh, die Haut fühlt sich gleich entspannter an. Sehr gut. Und jetzt werde ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten und später die Wraps vorbereiten. Und Hannah wird auch in anderthalb Stunden spätestens wahrscheinlich im Bett sein. Jetzt das besonders Schöne. Jawohl. Jetzt wird mein Mann sich wieder freuen, wenn ich rauskomme. Wird er mir wieder sagen, was er für eine bezaubernde, wunderschöne Frau hat.